Was macht es denn eigentlich mit einem Teamchef, wenn wir da letztes Jahr Italien zum Beispiel denken, Nick de Vries, das war ja erstmal so eine Hiobsbotschaft, weil ja Alex Albon diese Blinddarmentzündung hatte, ja dann auch noch operiert werden musste, also überhaupt gar keine guten Nachrichten. Und dann holt man mit Nick de Vries jemanden ins Auto, der da am Vortag noch für Aston Martin dann auch noch fuhr, im ersten freien Training und auf einmal dann Nick de Vries dann ins Auto kam, hier sehen wir auch dann die Bilder und prompt abgeliefert hat. Das war ja dann auch Platz 8 im Qualifying, natürlich auch nochmal ein bisschen dem geschuldet, durch die ganzen ja, Strafen, die es ja für die anderen Fahrer gab, aufgrund diverser Teile, die gewechselt werden mussten. Aber dann auch noch am Sonntag. Er ist quasi zum ersten Mal irgendwie im Auto gesessen und hat dann grandios Platz 9 geholt. 2 Punkte gleich mal. Ja, ich bin ein großer Fan vom Nick und ich kenne ihn auch schon eine Zeit lang. Er stand ja auch im Gespräch für 21 einen Vertrag von Williams zu bekommen. Wir haben uns dann für den Alex entschieden und ich habe da auch viel mit dem Nick gesprochen. Und ich meine, es war toll, obwohl er den Platz im Endeffekt nicht gekriegt, nicht bekommen hat, ist die Freundschaft geblieben, was extrem gut ist. Und es war klar, da wir uns die Ersatzfahrer mit Mercedes geteilt haben und er der Ersatzfahrer in Monza war, dass er den Drive bekommt, wenn wir ihn brauchen. Und ich glaube, das gute Verhältnis, das ich zu ihm habe, hat auch dazu beigetragen, dass er im Team sofort so aufgenommen wurde, dass er dann auch ein gutes Ergebnis abliefern konnte, weil er sich einfach wohlgefühlt hat und weil er gespürt hat, dass das Team ihm hundertprozentig vertraut. Und dass das Team wollte und ich auch wollte, dass er ein gutes Ergebnis erzielt und dass er nicht wie ein einmaliger, okay, der sitzt jetzt im Auto und muss halt einmal fahren und mal gucken, was bei rauskommt, sondern dass wir voll hinter ihm standen und dass wir wirklich gepusht haben. Und ich habe mit ihm gesprochen, ich habe gesagt, das ist deine Chance. Wenn du jetzt ein gutes Ergebnis ablieferst, dann kannst du einen Stammplatz bekommen. Nutz die Chance und wir tun alles, dass du die Chance bekommst, ob das dann bei Williams ist oder woanders, das spielt keine Rolle. Weil ich würde mich wirklich freuen, wenn du einen Stammplatz in der Formel 1 bekommst und wir werden alles dafür tun, damit du das Beste hier in Monza draus machen kannst. Und das hat als Team hervorragend funktioniert. Und dass auch der Alex war auch sehr unterstützend, obwohl er im Krankenhaus war. Ich habe ihn am Samstagabend im Krankenhaus besucht. Er war auch, hat auch Nick sehr unterstützt. Er war auch nicht jetzt eifersüchtig oder wollte, dass der Nick kein gutes Ergebnis hat, überhaupt nicht, sondern der Nick hatte von allen, inklusive Alex, das Gefühl, alle wollen, dass er einen guten Job macht und dass er ein gutes Ergebnis rausfährt. Und ich glaube, das hat es im Endeffekt auch gebracht. Aber mal Hand aufs Herz, jetzt hat er ja diese 2 Punkte da geholt mit Platz 9 beim Rennen in Monza. Wie groß war die Versuchung zu sagen, okay, wir behalten Nyck de Vries und setzen quasi vorzeitig Nicolas Latifi vor die Tür? Ich erinnere mich noch, als wir letztes Jahr unser Interview hatten, da hatte ich dich ja auch gefragt, ich erinnere mich noch gut an die Frage, mal wenn man das Sportliche ausblenden würde, ob du da mit ihm gerne weitermachen würdest. Hier sehen wir auch noch mal ein paar Bilder, das hatten wir ja am 26. August letzten Jahres geführt, das war ja nach der Sommerpause, dass du gesagt hast, dass Latifi auch wirklich sehr sympathisch ist und du dich auch freuen würdest, mit ihm weiterzumachen. Das war ja so diese, nennen wir es mal, Galgenfrist von 4 Rennen, diese Europarennen, die es da gab. Gab es diesen Gedanken mal zu sagen, okay, Mensch, Nyck de Vries, der hat jetzt bei dem einen Rennen so überzeugt, und wenn wir den jetzt an die Seite von Alex setzen, wenn er wieder zurück ist, können wir vielleicht noch ein paar Punkte mehr holen. Gab es diese Überlegung? Also wenn ich mich erinnere, gab es nicht die Chance, den Nick dann weiterhin ins Auto zu setzen nach Monza. Auf der anderen Seite, so wie ich auch im Interview letztes Jahr gesagt habe, der Nicky hat lange Zeit gebraucht, um sich an das neue Auto zu gewöhnen. Und wir haben gesagt, wir geben ihm die Chance, sich zu profilieren und zu zeigen, dass er mit dem neuen Auto gut zurechtkommt, die 3 Europarennen nach der Sommerpause. Und dann stehe ich auch dazu. Und es gab Druck von außen und sagte, den Niki während der Saison zu ersetzen. Aber ich bin dafür bekannt und ich stehe dazu, dass ich Verträge einhalte und dass ich dann auch entsprechend die Chance gebe. Und was speziell der Niki und auch seine Familie für Williams getan hat, als es Williams wirklich schlecht ging, als er zu Williams gekommen ist, das respektiere ich auch. Und wenn es da einen Vertrag gegeben hat, dass der Niki 3 Jahre für Williams fährt,
dann stehe ich dazu und das muss man respektieren. Und daher hat das Team ihn die komplette Saison unterstützt. Er hat immer auch ein perfekt vorbereitetes Auto bekommen und wir wollten, dass er das schafft. Und das Team hätte gerne mit ihm weitergearbeitet, aber im Endeffekt waren die Ergebnisse der Europarennen nicht so, dass es überzeugend war, mit ihm weiterzuarbeiten, was mir persönlich sehr leid tut. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.